Ja, schönen guten Tag. Freut mich, dass Sie wieder alle zahlreich gekommen sind. Ich darf Sie recht herzlich begrüßen zur heutigen Ringvorlesung. Und es freut mich, dass Herr von Hanxleen sich bereit erklärt hat, etwas so über seine Arbeiten zu erzählen, aber auch natürlich so zu erzählen, dass es für alle allgemein verständlich ist. Herr von Hanxleen leitet, wie Sie hier sehen, die Arbeitsgruppe Echtzeitsysteme und eingebettete Systeme. Er beschäftigt sich also sehr stark auch so mit kleinen Systemen, nicht wie man die richtig programmiert, so dass die auch zuverlässig funktionieren. Und in dem Zusammenhang werden auch viele Zeichnungen gemacht, es werden auch Modelle gezeichnet, nicht von den kleinen Systemen selbst, von der Software, von den Softwarestrukturen, die darauf laufen. Und deswegen beschäftigt sich er sehr stark auch mit visueller Programmierung, wie man durch Diagramme, durch visuelle Darstellungen auch Programme darstellen kann. Und darüber wird er uns heute etwas erzählen. Ja, danke Michael. Danke für die Vorschusslorbeeren. Ich werde mich bemühen, dem gerecht zu werden. Zwei Dinge vorweg. Zum einen bitte ich um Entschuldigung dafür, dass die Folien nachher auf Englisch sein werden. Wenn das nicht ganz so Ihre Sprache der Wahl ist, dann ignorieren Sie das einfach. Achten Sie verstärkt auf die Tonspur und die Bilder, die ich nachher zeigen werde. Es geht ja schließlich auch um Visuelles hier. Und zum Zweiten, Sie dürfen mich sehr gerne jederzeit unterbrechen mit Zwischenfragen oder Kommentaren, wie auch immer. Also ich habe das gerne immer etwas interaktiv und ich verspreche auf jeden Fall, dass ich nach einer Dreiviertelstunde den Mund halten werde, zumindest Dreiviertelstunde diese Zeitzone hier. Und wenn ich in Gefahr laufen sollte, dem nicht zu entsprechen, dann würg mich bitte ab, wenn das einfach so weit ist. Gut, ein wesentlicher Begriff, welchen ich hier einführen möchte, ist der der Pragmatik. Und zwar die Beziehung von Zeichen zu ihren Nutzern. In der Informatik ist der Begriff der Pragmatik relativ ungewöhnlich. Womit man sich da eher beschäftigt, ist entweder die Syntax, die Beziehung zwischen Zeichen untereinander, oder das, was den meisten Informatikern noch mehr Spaß macht, die Semantik, was die Beziehung zwischen Zeichen ist und den Sachen, zu denen sie beziehen, zwischen den Sachen, worauf sie sich beziehen. Aber tatsächlich ist diese Dreiteilung in Pragmatik, Syntax und Semantik tatsächlich in der Linguistik schon ein altetablierter Begriff. Zusammen bezeichnet man das als Semiotik, wie eine Bedeutung konstruiert wird, wie sie verstanden wird. Und das ist also hier schon seit den 30er Jahren etwas, was dort sehr gerne verwendet wird. In der Informatik findet man das auch hier und da, aber noch nicht so in der Bedeutung, die sie meines Erachtens verdient. Und deswegen ist so ein Ziel von mir, schon einmal die Pragmatik etwas einzuführen. Und ein wesentlicher Aspekt der Pragmatik ist, wie visuelle und die vielleicht noch weiter verbreiteten textuellen Sprachen sich miteinander in Beziehung setzen und wie man das Beste aus dieser visuellen Welt und der textuellen Welt daraus machen kann. Ich habe jetzt hier noch einmal eine etwas andere Syntax für die gleiche Semantik. Wir haben also in der Mitte die Semiotik, auf der einen Seite die Syntax, auf der anderen Seite die Semantik und dann die Pragmatik, die dort oben drauf sitzt. Und wir verwenden hier den Begriff der Modellierungspragmatik, so dass es sich auf alle praktischen Aspekte bezieht, der Modellerzeugung, des Modelleditierens, des Modellbrowsings, der Modellversionierung und so weiter. Und gerade diese letzteren Aspekte werden in der Informatik meistens nicht so sehr betrachtet. Meistens findet man es interessanter, sich darüber auszulassen, zum Beispiel, wie übersetze ich ein Programm in etwas anderes, was ist genau die Semantik des Programms. Und das, was aber häufig des Programmierers täglich Brot ist, nämlich wie finde ich mich in komplexen Programmen zurecht oder wie finde ich Unterschiede heraus zwischen einer alten Version und einer neuen Version, das ist etwas, was so in der Informatik, in der Wissenschaft meistens so ein bisschen links liegen gelassen bleibt, aber was tatsächlich in der Praxis sehr wichtig ist. Und welches, wie ich heute versuchen werde darzulegen, insbesondere bei visuellen Sprachen noch ziemlich schwer ist und welches wirklich den Entwicklern ziemlich viel Kopfzerbrechen bereitet und wo sie bis jetzt von der Informatik oder auch von den Werkzeugherstellern noch nicht die Unterstützung haben, die sie vielleicht verdienen. Und der Begriff der Pragmatik, bewussten Modellierung bezieht sich jetzt darauf, dass wir unsere Werkzeuge, unsere Prozesse so ausrichten, dass sie insbesondere die Produktivität des Entwicklers bewusst unterstützen. Um das einmal etwas zu verdeutlichen, zeige ich zunächst mal gängige Beispiele von einer Modellierung, welche sich nicht um die Pragmatik, um die Produktivität kümmert.
Und das ist gar nicht so schwierig. Im Prinzip muss man sich dann nur das angucken, was heutzutage so gemacht wird mit visuellen Sprachen. Und dann findet man fast immer schon ein gutes Beispiel, wie man es nicht machen sollte, wenn man sich um die Pragmatik kümmert. Hier zum Beispiel haben wir ein kleines Datenflussdiagramm. Das ist so in etwa wie ein kleiner Schaltplan. Und dieses Werkzeug hier, SCADE, das wird gerne verwendet für sicherheitskritische Systeme. Sie haben das auch schon benutzt, Sie wussten es vielleicht nicht, aber wenn Sie schon mal im Airbus geflogen sind, dann haben Sie indirekt Software benutzt, welche mit diesem Werkzeug entwickelt worden ist. Und die Modellierer haben dann also ein solches Programm, kann man sagen, ein solches visuelles Programm, wo ich jetzt bestimmte Quellen habe, die irgendwie Daten erzeugen, bestimmte Senken, die Daten verbrauchen, und dazwischen habe ich dann irgendwelche Sachen, die zum Beispiel hier einfach eine Multiplikation ausführen oder die einen Vergleich durchführen, wie auch immer. Also im Prinzip eine visuelle Darstellung von einem Programm, welches man genauso auch textuell darstellen könnte. Soweit so gut. Das Problem ist, dass hier der Kontext fehlt. Naja, was macht man? Okay, man setzt sich hin eine ganze Weile lang und dann macht man einen ganzen Haufen Fenster auf, wo man jetzt das komplette Modell sieht. Das heißt, natürlich macht man es nicht so, aber wenn man das ganze Modell sehen wollte, dann müsste man also diese ganzen Fenster hier aufmachen und dann hätte man so einen Überblick über das Ganze, aber da würde man natürlich keine Details mehr sehen. Und davon abgesehen ist das also viel zu aufwendig, das tatsächlich so zu machen. Also wenn man jemanden hat, den man bitten kann, okay, jetzt investier mal eine halbe Stunde deines Lebens, um das jetzt alles so hinzuplatzieren, dann kann man das machen, aber normalerweise würde man das als Modellierer so nicht tun. Naja, was man typischerweise macht, ist, dass man ein solches Modell hat. Und hier haben wir eine kleine Ampelsteuerung. Wir haben hier eine Fußgängerampel, die rot sein kann, was sie jetzt gerade ist, oder auch grün. Eine Autoampel, rot, gelb, grün. Wir haben bestimmte Eingänge, wie zum Beispiel hier eine Zeit, welche uns eine bestimmte Verzögerung vorgibt. Oder wir haben Ausgänge, welche halt diese Ampeln hier ansteuern. Und jetzt möchte man sich einmal angucken, wie denn diese eigentliche Steuerung aussieht, naja, da macht man da einen Doppelklick drauf oder so etwas und dann kommt ein neues Fenster hoch. Und dieses Fenster ist jetzt nicht etwas Modellierungswerkzeugspezifisches, sondern etwas, was vom Betriebssystem kommt. So wie beim Starten einer neuen Anwendung, naja, da macht halt das Betriebssystem ein neues Fenster für einen und pappt das irgendwo auf den Bildschirm, wo halt gerade Platz ist, so ungefähr. Und das, was also vorher war, das sieht man hier nicht mehr. Man sieht jetzt hier einen neuen Teil des Modells. Hier hat man offensichtlich zwei verschiedene Zustände. Einen normalen Zustand, einen Fehlerzustand. Da kann man jetzt nochmal reingucken, was ist denn dieser Normalzustand. Und es kommt ein neues Modell hoch, ein neues Fenster. Und das wird jetzt hier verfeinert und so geht das weiter. Und am Schluss hat man dann halt gerade eben das, was man sich zuletzt angeguckt hat, aber man hat nicht mehr das, was man vorher hatte. Und hier geht es also schon um die Pragmatik, um die Produktivität, dass Entwickler gerade mit solchen visuellen Sprachen sehr viel Zeit damit verbringen, einfach Fenster hin und her zu schieben. Und da darf ich vielleicht noch eine kleine persönliche Leidensgeschichte zum Besten geben oder die Motivation für das Ganze. Jetzt in meinem früheren Leben, bevor ich jetzt hier wieder an der Uni Kiel war, war ich eine Zeit lang in der Industrie tätig bei Daimler und da hatten wir ein Airbag-System entwickelt mit gerade eben einer solchen grafischen Programmiersprache. Und da habe ich wirklich Lebenszeit mit verschwendet, eben mich mit solchen Werkzeugen hier auseinanderzusetzen. Und damals gedacht, naja, das muss doch auch irgendwie besser gehen. Nur hatte man sich damals bei Daimler nicht wirklich für Werkzeugentwicklung interessiert, sondern da wollte man eben Airbag-Steuergeräte zum Beispiel entwickeln. Aber jetzt eben hier mit Hilfe der Informatik habe ich eben die Möglichkeit, mal drüber nachzudenken, jetzt zusammen mit der Arbeitsgruppe, wie man das Leben denn tatsächlich ein Stück besser machen könnte. Gut, eine alternative Sicht auf dieses Modell sehen wir zum Beispiel hier. Hier habe ich jetzt also auf oberster Ebene wieder mein Modell und dann habe ich eine solche Verfeinerung, das ist jetzt hier leider nicht ganz so deutlich zu sehen mit dem Beamer, aber diese Kanten hier, die deuten an, dass das hier eine Verfeinerung hiervon ist und das kann ich jetzt wieder verfeinern hierhin, das ist jetzt angedeutet durch diese Kanten und das wird verfeinert hierhin und so weiter. Jetzt habe ich wieder mein ganzes komplettes visuelles Programm, wobei das hier natürlich noch sehr klein ist, das ist so mehr ein Spielbeispiel. Aber auch sich eine solche Sicht zu erzeugen, dauert ziemlich lang. Das macht man vielleicht, wenn man mal eine Vorlesung vorbereitet, so dass man das auf einer Folie so macht oder für eine Veröffentlichung. Aber ansonsten im normalen Betrieb macht man das so nicht. Im normalen Betrieb hat man, wie gesagt, diese Fenster, die irgendwie auf dem Bildschirm platziert werden und die man dann irgendwie arrangieren muss. Gut, ein weiteres Anti-Beispiel, dass Diagramme oft sehr schwer zu lesen sind.
weil eben die Kanten irgendwie kreuz und quer gehen und man die Labels hier nicht vernünftig lesen kann. Oder hier, das ist ein anderes Beispiel, also ein reales Beispiel, welches nicht unbedingt künstlich schlecht gemacht wurde. Oder das hier auch, also wo das Werkzeug halt einem das jetzt alles so übereinander legt, einfach weil kein Platz da ist. Und das ist natürlich auch etwas, was nicht schön zu lesen ist. In einer textuellen Sprache hat man dieses Problem nicht. Da ist das so sauber untereinander, so wie beim Tippen eines Briefes. Da habe ich jetzt nicht auf einmal, dass die Zeilen so übereinander sind. Aber bei visuellen Sprachen tritt das eben sehr häufig auf. Insgesamt haben wir hier das Problem, dass wir nur begrenzten Platz haben. Und insbesondere möchten wir sehr häufig nicht nur unser Modell darstellen. Das ist jetzt hier mal so aus einer Airbus-Anwendung. Ist das jetzt eine Steuerung eines Flügels, sondern ich möchte noch den Flügel selber vielleicht irgendwie darstellen. Ich möchte mir den Verlauf bestimmter physikalischer Kenngrößen angucken, hier noch so einen gewissen Überblick über mein Modell haben. Ich habe also wenig Platz. Das heißt also, bei der Pragmatik geht es uns auch sehr darum, wie kann ich den verfügbaren Platz auf dem Bildschirm, auf dem Beamer, auf dem ausgedruckten Papier möglichst gut nutzen. Soweit jetzt zum Betrachten fertiger Modelle. Dann möchten wir diese Modelle ja auch irgendwie erstellen. Die kommen ja nicht so vom Himmel herab, sondern ich muss die irgendwie fertig machen. So, und jetzt gucken wir uns mal als ein Beispiel an. Ich habe ein kleines Programm, eine Zustandsmaschine bestehend aus drei Zuständen und die sollen miteinander verbunden werden und das möchte ich jetzt mal in meinem Editor erstellen, meinem grafischen Editor. Und wie man das normalerweise macht, ist mit Hilfe einer Palette, sogenannten Palette, wo ich jetzt rechts so Elemente habe, so wie meine Palette des Zeichners, der so mit dem Pinsel dann von der Palette Sachen nehmen kann, auf seine Zeichenfläche zeichnen kann. Und so kann ich jetzt hier auch Sachen von der Palette nehmen, sie auf die Zeichenfläche ziehen und damit etwas dann erstellen. So, und jetzt gucken wir uns mal an, wie das hier läuft. Ich habe jetzt meinen ersten Zustand, den ziehe ich jetzt dahin und benenne den. Und jetzt geht das so weiter mit dem nächsten Zustand. Und ich habe etwas Zeit, mir einen Schluck zu trinken zu nehmen. Jetzt habe ich meine drei Zustände beisammen und jetzt möchte ich noch Transitionen dazwischen zeichnen. Weil das Ganze noch nicht so schön war, bringe ich das jetzt noch so ein bisschen zusammen. Die Transitionen dürfen die Kanten, dürfen die Knoten nicht überlappen. Naja, und am Schluss möchte ich noch so ein bisschen, dass das Ganze so ein bisschen sparsam ist vom Platzverbrauch, schiebe ich das so ein bisschen zusammen. So, wie Sie merken, das kostet Lebenszeit. Und das hier ist jetzt wirklich ein vergleichsweise triviales Beispiel, nur drei Zustände, die irgendwie zyklisch ineinander übergehen und der Fall ist noch sehr einfach gewesen, dahingehend, dass ich wirklich Platz hatte. Es war nicht so, dass ich ein fertiges Modell hatte, was schon irgendwie voll war und ich erstmal so Sachen zusammenschieben musste, auseinanderschieben musste, um mir erstmal Platz zu machen. Hier hatte ich wirklich den vergleichsweise einfachen Fall. Vergleichen wir das mit der textuellen Programmierung. Wenn ich irgendwo eine Zeile Code einschieben will, naja, mache ich das wie beim Erstellen eines Briefes. Ich mache irgendwie Return, schon habe ich eine leere Zeile und dann schreibe ich das so rein und hinterher sieht es perfekt aus. Das macht der Editor für mich. Bei visuellen Sprachen ist das eben nicht so. Deswegen hier mal eine andere Interpretation von dem, was jetzt diese Palette hier bedeutet. Painful Editing Technology. Also Sie kennen vielleicht schon den Begriff des Code-Smells, also wenn man so ein Programm hat und da irgendwelche Konstrukte drin auftauchen, die nicht so ganz koscher aussehen und wo wahrscheinlich irgendwo der Wurm drin ist. Ich sage mal, so eine Palette, das ist eigentlich schon so ein Tool-Smell, wo einem wahrscheinlich irgendwie jemand Zeit klaut, ich wahrscheinlich unproduktiv bin, wenn ich mit einer solchen Palette arbeite. Und eine solche Palette findet man heutzutage in den allermeisten visuellen Programmierwerkzeugen. Ja, weiterhin, sobald das Modell komplexer wird, wird also das Ganze wesentlich aufwendiger. Also das hier ist jetzt mal eine Bahnsteuerung. Wir haben so eine etwas größere Modellbahn in unserem Institut und da machen wir ganz gerne Bahnprojekte mit, Bahnpraktika. Und das ist jetzt so ein Ergebnis von einem solchen Projekt, wo jemand sich sehr viel Mühe gegeben hat und ein solches visuelles Modell hier entwickelt hat. Und das wirklich auch wunderschön anzuschauen ist, aber fragen Sie nicht, wie viel Zeit das gekostet hat. Alleine schon vom Werkzeug her
das auch gar nicht dafür gedacht ist, jetzt so große Modelle hier zu machen. Also ich habe es wirklich gesehen, am Schluss, da war das fast perfekt, nur das hier war noch irgendwie 10 Pixel zu weit nach links. Naja, dann hat der Herr das dann 10 Pixel nach rechts geschoben und konnte erstmal eine Kaffeepause machen, weil das Werkzeug so langsam war ab dieser Komplexität, überhaupt mit dem Zeichnen, überhaupt mit der Umsetzung der Befehle, die man so hat. Ja, die Frage ist nun also, was machen wir da jetzt? Ja, eine Antwort, die man gerade in den letzten Jahren gerne gibt, naja, Text ist ja sowieso besser, deswegen machen wir alles mit Text. Also der modellbasierte Entwurf ist so ein Schlagwort, würde ich sagen, was es so vielleicht so seit den letzten 20 Jahren etwa so gibt. Wobei man Modellierung dann sehr häufig gleichsetzt mit visuellem Beschreiben. Wobei, was ich eben versuche deutlich zu machen, dass visuelle oder textuelle wirklich nur eine Frage der Syntax ist. Ich kann genauso abstrakt oder konkret sein mit etwas Textuellem wie mit etwas Visuellem. Jedenfalls mit dem modellbasierten Entwurf verbindet man normalerweise visuelle Sachen, zum Beispiel die Unified Modeling Language, die UML. Und das also sehr lange, zum Teil immer noch so die Vorstellung ist, naja, modellbasiert, das ist irgendwie etwas Grafisches. Aber gerade in den letzten Jahren, würde ich sagen, gibt es so eine gewisse Gegenbewegung, dass man sagt, naja, das Modellbasierte ist schön und gut, dieses Abstrakte, was man normalerweise damit macht. Aber aufgrund der Sachen, die ich vorhin beschrieben habe, ist es einfach zu unproduktiv. Und dass es deswegen gerade in den letzten Jahren Sachen gibt, wo man eher textuell modelliert. Und wo auch zum Beispiel gerade in Kiel und im Kieler Umfeld es Firmen gibt, die da viel mitmachen. Zum Beispiel die Firma Itemis, die macht sehr viel mit textueller Modellierung. Naja, da sind zum Beispiel solche Sachen wie Versionskontrolle sehr einfach, dass ich da einfach ein Diff, sagt man, darauf bilde, auf der textuellen, auf den verschiedenen textuellen Ebenen. Und ich sehe direkt, wo unterscheiden sich die Textzeilen. Und ich muss mich nicht darum kümmern, wenn jetzt zum Beispiel jemand in einem grafischen Modell einfach einen Knoten von hier nach da verschoben hat, ohne wirklich das Modell zu ändern. Es ist weiterhin portabel und es ist werkzeugunabhängig. Das ist also eine tolle Sache. Naja, warum macht man das nicht einfach so? Naja, tatsächlich gibt es Sachen, die im Grafischen doch wiederum einfacher sind. Jetzt nicht nur, um das Sprichwort zu bemühen, ein Bild sagt mehr als 1000 Worte. Manchmal ist es tatsächlich so, dass bestimmte Sachen übersichtlicher werden. Also das hier, das ist jetzt von einem anderen Projekt, auch aus der Bahndomäne, jetzt auch mit einer hiesigen Firma zusammen, wo es darum ging, Stellwerksoftware zu entwickeln. Und wir haben hier jetzt textuell das führende Modell, das führende Programm mit allen Details, aber gleichzeitig haben wir grafisch eine abstrahierte Sicht, nämlich der verschiedenen Zustände, in denen jetzt hier so eine Weiche sein kann. Naja, und was beim Textuellen noch nicht so offensichtlich war, das ist beim Grafischen ziemlich offensichtlich. Vielleicht sehen Sie es auch, irgendwo ist hier der Wurm drin. Hat jemand einen Tipp? Ja, bitteschön. Der Zustand FWRE, der ist nicht erreichbar. Ganz genau. Das ist wahrscheinlich nicht so gewollt. Und wenn man das im Textuellen versuchen wollte nachzuvollziehen, dann müsste man diese ganzen textuellen Labels hier, die müsste man erstmal lesen, miteinander vergleichen, wo taucht was auf und so weiter. Und hingegen im Visuellen, da ist das ziemlich klar. Also, deswegen meine Behauptung, die ganzen grafischen Sprachen einfach über Bord zu werfen, ist nicht die Antwort, sondern wir möchten irgendwie das Beste von grafischer und visueller Programmierung oder Modellierung miteinander verheiraten. Hier ist jetzt noch ein anderes Beispiel. Hier geht es jetzt um einen Gleisplan, den ich jetzt hier einmal textuell habe, Einbruchsknoten, Weichenknoten, abzweigend rechts und so weiter. Das ist jetzt eine DSL, Domain Specific Language, welche jetzt hier speziell für den Entwurf von Gleisplänen entwickelt wurde. Und rechts haben wir wiederum eine grafische, abstrahierte Sicht davon. Na, und auch hier sieht man vielleicht, wo da ein Problem sein könnte bei diesem Gleisplan. Ja, bitteschön. Rechts in der Ecke ist eine sehr scharfe Kurve. Ja, genau. Genau, das sieht aus, als ob der Zug da entgleist. Und als ob hier so eine Doppelkreuzungsweiche sein könnte, ist sie aber tatsächlich nicht. Die hätte noch ein anderes Symbol. Und tatsächlich ist es so, dass man hier die beiden Eingänge vertauscht hat, irrtümlicherweise. Und beides sind übrigens reale Beispiele gewesen. Die sind nicht extra konstruiert, sondern das sind reale Beispiele gewesen, die so aufgetreten sind beim Modellieren und die man halt dann mithilfe der visuellen
sich dann eben sehr schnell erkannt hat. Okay, gut, soweit also die Problemstellung. Wir haben viele Werkzeuge, visuelle Sprachen, die aber irgendwie die Produktivität des Designers außer Acht lassen. Und auf der anderen Seite, so ganz ohne Grafik ist irgendwie auch nicht so schön, weil man dann eben halt nicht eben die visuellen, kognitiven Fähigkeiten des Bedieners wirklich ausnutzt. Also im Prinzip sind wir so von der Evolution her nicht wirklich nur darauf getrimmt, Text zu lesen, sondern wir sind es auch gewohnt, irgendwie mit solchen Bildern zu arbeiten. Gut, die Idee dieser Pragmatics-Aware-Modellierung oder Programmierung ist es also, dass wir den Nutzer von solchen mühseligen Arbeiten befreien, wie jetzt eben das manuelle Platzieren grafischer Objekte oder die manuelle Navigation in komplexen Modellen, wo einfach alle Fenster jetzt aufeinander geklatscht werden. Wir möchten das Ganze pragmatischer angehen. Wir gucken uns Interaktionsmethodologien, Analysemethodologien und schließlich auch neue Arten und Weisen, visuelle Modelle zu synthetisieren an. Und dafür haben wir auch eine Plattform, mit der wir diese ganzen Experimente durchführen, die jetzt zufälligerweise Kieler heißt, das Kiel Integrated Environment for Layout. Also Layout ist schon mal eine ganz wichtige Komponente, da werde ich später noch drauf kommen. Eclipse Rich Client, und das sagt jetzt etwas über die technologische Plattform von dem Ganzen aus. Ich mache nochmal so einen Schritt zurück in der Historie und ich komme auf ein Paradigma zurück, welches in der Softwareentwicklung sehr weit verbreitet ist, nämlich das sogenannte Model-View-Controller-Paradigma, also Modell, Sicht und Controller. Und ich habe jetzt hier mal die Definition dafür mitgebracht. Ein Modell stellt Wissen dar. Ein Modell könnte entweder ein einzelnes Objekt sein, was normalerweise nicht so interessant ist, oder irgendeine Struktur von Objekten. Eine Sicht ist eine visuelle Darstellung des Modells. Und normalerweise würde diese Sicht bestimmte Attribute des Modells hervorheben und andere unterdrücken. Und deswegen agiert dieses Modell als ein Darstellungsfilter. Und das ist schon mal ganz wichtig, dass ich also, wenn ich eine Sicht habe, ich normalerweise mich nicht für alle Details immer interessiere, sondern dass ich mich für bestimmte Aspekte interessiere. Ja, und dann habe ich schließlich noch den Controller, der eben den Nutzer und das System miteinander verbindet und den Nutzer mit Eingaben versorgt, dadurch, dass jetzt bestimmte relevante Sichten, die gerade für den aktuellen Anwendungsfall relevant sind, dargestellt werden und die auf vernünftigen Arten, in vernünftigen Stellen des Bildschirms dargestellt werden. Naja, das klingt ja wie für uns gemacht, aber ich habe mich hier tatsächlich ganz einfach bedient bei der klassischen Referenz für das Model-View-Controller-Paradigma von 1979 und welches also seit Jahrzehnten erfolgreich im Softwareentwurf eingesetzt wird, dass ich jetzt, wenn ich zum Beispiel eine Webschnittstelle habe für etwas, wo ich jetzt irgendwelche Masken eingebe, dass das meine View ist und dahinter sitzt dann irgendeine Engine, die dann halt Daten verwaltet, die Daten sind mein Modell und diese Engine ist dann der Controller. Im Softwareentwurf also sehr weit verbreitet, diese Trennung von Model und View, aber im Bereich der Softwaremodellierung selber ist dieses Paradigma überhaupt nicht verbreitet. Im Bereich der visuellen Programmierung sieht es normalerweise so aus, dass der Programmierer, der Modellierer auf dieser View arbeitet und jetzt also genau eine View erstellt mit allen Details und das Werkzeug dann aus dieser View das Modell extrahiert. Da habe ich also nicht diese Trennung zwischen Model und View. Und meine Behauptung ist, dass das eben gerade eine große Krux ist bei der visuellen Programmierung, dass ich also diese Trennung aus Model und View und dieses Model-View-Controller-Paradigma, welches eigentlich sehr bewährt ist, sehr verbreitet ist, dass ich das nicht konsequent anwende auf die visuelle Programmierung. Gut, also deswegen die These, dass also ein Schlüssel zur Pragmatik eben dieses MVC, Model-View-Controller-Paradigma ist, wo ich das Modell habe, welches für Synthese und Editieren zuständig ist. Auf der anderen Seite habe ich eine View, die Darstellung des Modells, und den Controller, das ist so ein Werkzeug, wie zum Beispiel das Kieler-Werkzeug oder sonst irgendein Werkzeug. So, und dann gibt es noch etwas Technologie dazu, die sogenannten Kieler Lightweight Diagrams, dass ich also eine Trennung habe aus dem Modell und dem Diagramm. Und da habe ich jetzt zum Beispiel das Modell textuell dargestellt und dazwischen sitzt eben halt diese Clyde-Methodologie.
Und jetzt zeige ich nochmal etwas, was wir damit dann zum Beispiel machen können. Jetzt sind wir wieder dabei, ein Modell zu erstellen. Und zunächst mal gebe ich dem Ganzen einen Namen. Einfallsreicherweise nenne ich das jetzt hier Example. Und was soll dieses Example machen? Naja, das ist jetzt eine Zustandsmaschine. Das beschreibe ich jetzt textuell. Und hier will ich offensichtlich einen DVD-Player entwickeln. Und ich arbeite hier also nicht mit einer Palette, sondern ich arbeite im Prinzip mit einem textuellen Programm, kann man sagen. Aber es wird dazu gleichzeitig eine visuelle Sicht dargestellt. Jetzt habe ich hier also einen initialen Zustand off, einen weiteren Zustand on. Jetzt habe ich hier eine Transition, einen Zustandsübergang, dass ich jetzt von dem Zustand off zu dem Zustand on übergehen kann. Und zwar, wenn ich den Knopf Power drücke, dann schaltet sich der offensichtlich ein. Und wenn ich Power noch einmal drücke, dann schaltet sich dieser DVD-Spieler wieder aus. So, jetzt mache ich mal einen Schritt nach vorne. Jetzt bin ich schon ein bisschen weiter in meiner Modellierung und jetzt kann ich meine Sichten, meine Views, kann ich diese Views beeinflussen. Zum Beispiel, wenn ich sage, okay, so nutze ich meinen Platz besser aus, wenn ich das Ganze von oben nach unten zeichne, als wenn ich das vertikal mache. Ich kann auch das Spacing etwas beeinflussen, je nachdem, ob ich meine Labels angucken möchte oder nicht. Und so kann ich eben verschiedene angepasste Sichten mir generieren und das Ganze kann ich auch über Annotationen, über textuelle Annotationen des Modells selber machen. Also wenn ich jetzt hier zum Beispiel annotiere, naja, das, was hier drin ist in diesem Zustand, das soll jetzt nach unten gezeichnet werden und ich gebe jetzt hier noch ein bestimmtes Spacing an, um das Ganze etwas kompakter zu machen. Das ist zum Beispiel sehr schön, wenn man eine Veröffentlichung schreibt und nur 6 Seiten zur Verfügung hat, dann kann man eben das Diagramm halt sehr kompakt machen damit. Gut. Ja, und das war's dann auch schon. Also keine Palette, sondern ich kann mich die ganze Zeit auf das Modellieren selber konzentrieren, textuell, ziemlich schnell, und gleichzeitig kann ich mir ein visuelles Programm dazu anzeigen lassen. Ein anderes Beispiel für Pragmatics-Aware Modellierung, visuelle Programmierung. Hier habe ich jetzt einmal ein anderes grafisches Werkzeug, das Ptolemy-Werkzeug der UC Berkeley. Und hier habe ich jetzt zunächst mal eine klassische grafische Sicht. Und normalerweise, wenn ich eben dieses Modell mir angucken will, dann muss ich also hier Open Actor machen. Dann wird ein sogenannter Actor dann geöffnet und ich zeige dann die verschiedenen Modellkomponenten an. So, wir haben jetzt passend zu diesem Werkzeug ein anderes Werkzeug entwickelt, basierend auf Clyde, dieser Technologie, die ich gerade eben erwähnt habe, welche das interaktive Betrachten eines solchen Modells erlaubt. Und nochmal zur Erinnerung, vorhin haben wir schon ein solches Modell, hierarchisches Modell angeguckt, in dem wir so ein Fenster nach dem anderen uns angezeigt haben und wo jetzt jeweils das, was ich vorher gesehen habe, überlagert wurde durch das, was ich jetzt nachher gesehen habe. Und jetzt gucken wir uns mal eine Alternative dazu an. Zunächst mal, wenn ich jetzt mit der Maus über eine bestimmte Komponente rübergehe, dann kann ich mir mit sogenannten Tooltips dann etwas anzeigen lassen. Dann aber der interessantere Teil, ich kann ein Modell im Detail angucken und dafür kann ich dann Sachen innerhalb des Modells selber expandieren. Der Rest bleibt also bestehen. Und das Ganze bezeichne ich auch als Fokus- und Kontextdarstellung. Ich kann den Fokus auf bestimmte Details legen und gleichzeitig sehe ich den Kontext. Jetzt mache ich ein Filtering, sodass ich also bestimmte Kommentare ausgeblendet habe. Und jetzt sehe ich also mehr von meinem Modell selber, dadurch, dass ich jetzt Platz eingespart habe, dass ich jetzt Kommentare nicht mehr angezeigt habe. Also hier wieder diese abstrahierten Sichten. Gut. Ja, wie mache ich das? Wie kann ich jetzt tatsächlich diese Verbindung schaffen zwischen Modell auf der einen Seite und der Darstellung auf der anderen Seite? Naja, da gibt es so ein paar Bausteine dazu. Dazu gehört zum einen das Makro-Layout. Wie kann ich jetzt meine Komponenten insgesamt zeichnen? Hier zum Beispiel das, was ich vorher gesehen habe. Das ist dann, wo das Thema Graphzeichnen reinkommt. Und auf der anderen Seite das Mikro-Layout. Wie sollen solche Komponenten innerhalb der vorgegebenen Positionen jetzt gezeigt werden?
So, und das Mikro-Layout sagt zum Beispiel, naja, wenn etwas verbreitert wird, so wie von hier nach da, dadurch, dass ich jetzt hier Labels einfüge, naja, da muss auch diese Linie entsprechend nachgeführt werden. Und solche Sachen kann ich dann wiederum textuell beschreiben. Das ist also eine andere Art Programmiersprache, welche jetzt programmiert, wie bestimmte Komponenten jetzt tatsächlich dargestellt werden sollen. Gut, und der Fluss sieht dann so aus, dass ich jetzt also ein Modell habe. Das wird jetzt übertragen in diese Maschinerie, die dazwischen steckt, diese Keeler Lightweight Diagrams. Und dazwischen habe ich jetzt als wesentliche Komponente das sogenannte Kimmel. Und was das Kimmel ist, werde ich gleich noch sagen. Aber jedenfalls wird jetzt das Modell hier reinkommen. Ich führe verschiedene Transformationen aus. Und dann schließlich mit Hilfe des Kimmel, da kommt jetzt eben das Layout, wo ich jetzt also eine solche Sicht generiere, zurück. Und dann schließlich kann ich das Ganze in meinem Browserfenster jetzt anzeigen lassen. Gut, bisher habe ich jetzt das Thema Pragmatik erläutert, visuelle und textuelle Programmiersprachen, wie wir uns das Zusammenspiel zwischen dem Ganzen vorstellen. Und jetzt tauchen wir mal noch eine Weile etwas ab, so vielleicht so für die nächsten 10 Minuten. Und zwar gucken wir uns eine Technologie an, welche diese Verbindung zwischen Modell und View herstellt. Das Stichwort hatte ich schon genannt, automatisches Layout. Und das ist tatsächlich auch etwas, was tatsächlich, denke ich, ein wesentlicher Grund ist, weswegen bisher die Werkzeughersteller den Nutzer die ganze Arbeit haben machen lassen. Dieses automatische Layout ist nämlich gar nicht so einfach. Und das ist also für sich schon so ein eigener Zweig der Informatik, welcher sich jetzt mit dem automatischen Layout hier befasst. Und da werden wir jetzt mal ein klein bisschen einsteigen und uns damit befassen, wie kriegen wir das hin, dass wir von einem solchen textuellen Modell dann tatsächlich eine grafische Sicht jetzt hier herstellen. Zunächst einmal nochmal so etwas übersichtsmäßig. Wir haben also hier unsere Sicht auf das Diagramm. Und da gibt es so eine ganze Reihe von verschiedenen Technologien. Und was diese Buchstabensuppe uns sagt, ist im Wesentlichen, das ist eine große Vielfalt an Werkzeugen und unterschiedlichen Formaten. Das hier sind zum Beispiel verschiedene Formate, die auf Eclipse basieren. So, und von dieser Sicht, da extrahieren wir jetzt den Graphen, die Topologie meines Modells. Und da kommt jetzt dieses Kimmel, Keeler Infrastructure for Meta Layout, aus irgendeinem Grund muss alles mit einem K bei uns anfangen. Die kommt jetzt also ins Spiel und hat jetzt so eine vereinfachte Sicht des Modells, welche also dann nur für das Layout relevant ist. Und da habe ich jetzt auf der anderen Seite das alles an schönen Werkzeugen, an schönen Algorithmen, welches uns die Graphzeichen-Community hier zur Verfügung stellt. Also Graph ist zum Beispiel, das ist ein sehr weit verbreitetes Werkzeug, eine Library, frei verfügbar. Und es gibt auch das Open Graph Drawing Framework. Und das ist in Dortmund erstellt worden und da freut es mich auch sehr, jetzt gerade hier 2 Kollegen begrüßen zu dürfen, Frau Professor Petra Mutzel und Herrn Dr. Carsten Gutwenger. Und wenn es Fragen zu dem Thema gibt, dann bitte die Kollegen fragen. Ich begebe mich hier tatsächlich auf etwas dünnes Eis, denn ich bin eigentlich nur so ein Quereinsteiger. Wir verwenden das, weil wir es tatsächlich eben brauchen. Wir hatten eigentlich gehofft, dass wir hier alles von der Stange nehmen können. Können wir tatsächlich nicht so ganz. Deswegen haben wir uns tatsächlich selber hier auch angefangen, hier zu engagieren. Aber deswegen sind wir andererseits sehr froh, dass wir da eben Kollegen haben, mit denen wir hier zusammenarbeiten können. Und jetzt sind wir eben auch gerade dabei, ein gemeinsames DFG-Projekt hier anzuschieben. Und hier sieht man also, hier kommen die verschiedenen Communities zusammen. Auf der einen Seite eben Graphzeichen, wo es eben wirklich sehr viele Arbeiten zu gibt. Und auf der anderen Seite modellbasierter Entwurf, Programmierung, Echtzeitsysteme. Gut, wie versprochen, tauchen wir jetzt mal etwas ein. Und zwar gucken wir uns jetzt mal einen Ansatz an, einen sehr weit verbreiteten Ansatz, den sogenannten ebenenbasierten Ansatz oder zum Teil auch hierarchisch genannten Ansatz, wobei die Hierarchien dort eine andere Art Hierarchie sind, als wir es in den Modellen gesehen haben, wo wir so eintauchen in die Hierarchien. Deswegen ist es für uns einfacher, jetzt von ebenenbasierten Ansätzen zu sprechen, obwohl in der Graph Drawing Community das meistens dann als hierarchischer Ansatz bezeichnet wird. Nochmal kurz zurück, dieser hierarchische Ansatz wird zum Beispiel jetzt in diesem DOT, welches der vielleicht am weitesten verbreitete Algorithmus ist, verwendet. Es wird zum Teil auch als Sugiyama-Ansatz bezeichnet, so nach einem der Erfinder dieses Ansatzes. Gut, wie sieht also dieser ebenenbasierte Ansatz aus? Wir haben 5 Schritte. Zunächst einmal brauchen wir einen azyklischen Graphen.
Dummerweise sind unsere Modelle nicht immer azyklisch. Erinnern wir uns an dieses Ding mit den drei Zuständen. Da hatten wir schon mal einen Zyklus. Das heißt, zunächst einmal müssen wir unseren Graphen in einen azyklischen Graphen überführen, indem wir einige Kanten umdrehen. Als zweites teilen wir unseren Graphen in verschiedene Ebenen ein. Als drittes kommt jetzt eines der Ästhetikkriterien ins Spiel, nämlich, dass wir möglichst Kantenkreuzungen überschneiden. Ästhetikkriterien, das sind eben meine verschiedenen Optimierungskriterien. Es gibt eine ganze Reihe von Ästhetikkriterien. Kantenüberkreuzung minimieren ist ein sehr gängiges. Ein anderes ist, dass ich Kantenlängen minimieren möchte. Dann gibt es noch weitere Kriterien, die auf alle Fälle erfüllt sein müssen. Zum Beispiel, dass jetzt Kanten nicht direkt über Knoten rübergehen, dass sich Labels nicht überschneiden, dass das Ganze möglichst kompakt ist und so weiter. Dann schließlich in der vierten Phase platziere ich jetzt Knoten und in der fünften Phase, da muss ich mich dann schließlich um das Kantenlayout kümmern. Diese fünf Phasen, die gucken wir uns jetzt einmal etwas an. Erster Schritt, Cycle Elimination. Gut, ich habe jetzt hier mal einen kleinen Beispielgraphen mitgebracht mit fünf Knoten und dieser Graph ist zyklisch. Das sehen wir jetzt zum Beispiel an diesem Zyklus hier, 0, 3, 2, 0. So, und die Aufgabe jetzt, jetzt eine minimale Zahl von Kanten zu finden, die ich umkehren muss, damit das Ganze azyklisch wird, die ist NP-hard. Das heißt für den Informatiker, naja, das ist gar nicht so einfach. Da verwende ich vielleicht besser eine Heuristik, weil das eben sehr viel Rechenzeit kosten kann, hier wirklich das optimale Problem, die optimale Lösung zu finden, weil ich das wahrscheinlich nicht in polynomialer Laufzeit finde. Ja, bitteschön. Mache ich das jetzt nur, um diesen Graphen vernünftig zeichnen zu können und drehe dann am Ende die Kanten wieder zurück? Warten wir mal auf die Auflösung dieser sehr spannenden Frage. Also Sie haben völlig recht, das hier jetzt schon zu fragen. Ja, gibt es noch weitere Fragen? Ich freue mich ja immer über Zwischenfragen. Aber das ist schon mal ein sehr wichtiger Hinweis, was ich jetzt, oder ich sag mal so allgemein, wie das Spiel funktioniert, ist in der Regel, dass ich das Modell selber irgendwie etwas verändere, dass ich die Aufgabe irgendwie einfacher mache, sodass sie für bestimmte Algorithmen geeignet ist. Wie zum Beispiel eben hier, dass ich zunächst mal meinen Graphen azyklisch mache. Wir werden nachher auch noch Phasen haben, wo ich Knoten hinzufüge, auch Knoten, die nicht in meinem Modell ursprünglich vorhanden sind. Aber beantworte ich die Frage schon mal, ich muss mir das natürlich alles merken und am Schluss wieder rückabwickeln. Das heißt, also am Schluss werden dann tatsächlich auch diese Kanten wieder umgedreht. Gut. Ja, so, eine einfache Heuristik ist eine sogenannte Tiefensuche, der First Search, wo ich jetzt, sobald ich eine Rückwärtskante finde, dann diese Rückwärtskante umdrehe. Naja, wie sieht das aus? Zum Beispiel, ich fange jetzt in dem Knoten 0 an, gehe als nächstes in die Tiefe zum Knoten 3, von da weiter in die Tiefe zum Knoten 2, von da wieder zurück zum Knoten 0 und da merke ich, aha, Moment, das ist jetzt auf dem Pfad, wo ich gerade dabei bin, jetzt in meinen Graphen hinabzusteigen. Und das heißt, hier habe ich einen Zyklus und deswegen muss ich jetzt diese Kante umdrehen. Deswegen ist diese Kante hier rot gemacht. Und wenn ich jetzt diese Kante umdrehe, dann habe ich tatsächlich einen azyklischen Graphen. So, das ist ja schon mal eine tolle Sache, freut man sich. Aber als Informatiker fragt man sich natürlich, naja, woher weiß ich denn jetzt, dass ich bei der 0 anfange? Da müsste ich ja irgendwie meinen Graphen analysieren, was auch immer. Ich könnte ja auch bei der 3 anfangen. Und dann komme ich zur 2, komme ich zur 0 und dann, zack, bin ich wieder bei der 3. Da muss ich schon mal diese Kante umdrehen. Die brauche ich erfreulicherweise nicht umzudrehen. Aber dann mache ich jetzt als nächstes hier weiter zur 4 und dann komme ich wieder zur 3. Da muss ich auch noch diese Kante umdrehen und dann komme ich auch noch zur 2 und dann muss ich auch noch diese Kante umdrehen. Das heißt, wenn ich jetzt nicht bei der 0 anfange, sondern bei der 3 anfange, dann muss ich auf einmal drei Kanten umdrehen. Und je mehr Kanten ich umdrehe, desto schlechter ist das. Ein Grund dafür ist, dass ich eine bestimmte Leserichtung haben möchte, typischerweise von links nach rechts, welche die ursprüngliche Kantenrichtung mit berücksichtigt. Naja, deswegen gibt es eine andere Methode und das ist jetzt eine, die ich jetzt hier mal kurz vorstellen möchte. Die Idee ist, dass ich jetzt meinen Graphen, dass ich aus meinem Graphen heraus zwei Listen erzeuge. Eine wächst von rechts, eine andere wächst von links. Und in die Liste, die rechts ist, da tue ich jetzt alle Knoten rein, welche nur Senken haben. Das ist in diesem Fall zum Beispiel die 4. Da weiß ich, den kann ich ganz nach rechts tun, ohne dass ich da eine andere Kante umdrehen muss. Zack. So, und weiterhin tue ich jetzt in meine andere Liste Kanten rein, die nur Quellen haben, wie zum Beispiel hier die 5.
So. Und jetzt habe ich keine Knoten mehr, wo ich nur Quellen oder nur Senken habe. Naja, was mache ich als nächstes? Hat da jemand vielleicht eine Idee? Wo könnte ich jetzt vielleicht etwas reintun? Das hat so mit der Anzahl der ausgehenden und eingehenden Kanten zu tun. Die Bilanz, genau, die Differenz. Also hier zum Beispiel habe ich eine eingehende und eine ausgehende Kante. Naja, das ist nicht so wirklich ein brauchbarer Hinweis. Aber hier zum Beispiel habe ich zwei ausgehende und eine eingehende Kante. Das heißt, den tue ich dann vielleicht doch mal nach links. So, und jetzt habe ich wieder einen, der nur eine eingehende Kante hat, den tue ich nach rechts. Und einen anderen, der jetzt beliebig platziert werden kann, den tue ich auch nach rechts. So, und als nächstes baue ich jetzt meine ursprünglichen Kanten wieder ein und dann interessiere ich mich für die Kanten, welche von rechts nach links gehen und die drehe ich dann um. So, und diese Heuristik funktioniert eben normalerweise besser als eben diese einfache Tiefensuche, die jetzt irgendwo anfängt. So, zack, Kante umgedreht. Zweite Phase, ich mache das Ganze irgendwie in Ebenen und ich gebe jetzt mal ein bisschen Gas hier. Also die Senken kommen in die letzte Ebene und die anderen werden dann so nach Pfadlänge jetzt davor getan. Da habe ich jetzt das Ganze in vier Ebenen unterteilt. Als nächstes mache ich jetzt eine weitere Graphenveränderung, indem ich sogenannte Dummy Nodes hier einfüge, weil ich jetzt hier die Regel habe als nächstes, nächste Vereinfachung, nächste Einschränkung, Kanten dürfen nur von einer Ebene zur nächsten Ebene führen. Deswegen also diese kleinen gelben Dummy Nodes. Dann schließlich möchte ich meine Kreuzung minimieren. Ich gehe nochmal zurück. Hier habe ich jetzt 1, 2, 3 Kreuzungen und indem ich jetzt die vertikale Platzierung dieser Ebenen oder der Knoten innerhalb einer Ebene ändere, habe ich jetzt auf einmal den gleichen Graphen ohne Kreuzung hingekriegt. Und wie mache ich diese Kreuzungsminimierung? Naja, ich setze die Knoten einer Ebene fest und ändere die Reihenfolge der Knoten in der nächsten Ebene. Das ist der sogenannte Layer Sweep. So, und jetzt habe ich noch eine bestimmte Methode, die sogenannte Schwerpunktmethode, die den Durchschnitt der verbundenen Knotenpositionen berechnet. Naja, wie sieht das so aus? Also ich habe jetzt hier meine vier Ebenen und jetzt halte ich eine Ebene fest in Grau, die andere, in der anderen Ebene darf ich jetzt meine Knoten verschieben, um die Anzahl der Kreuzungen, das sind jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6 zu haben, um die ein bisschen zu verändern. So, hat da jemand einen Tipp, wie ich jetzt hier diese Reihenfolge 5, 6, 7, 8, was ich da vielleicht machen könnte, um etwas weniger Kreuzungen zu kriegen? Sie müssen nicht gleich die perfekte Reihenfolge angeben, aber vielleicht welchen Knoten man irgendwie woanders hinschieben könnte. Jetzt spielen Sie mal Layout-Algorithmus. Ja, bitteschön. Ja, die 5 und 6 würde ich vertauschen. Mhm. Dann vielleicht die 8 noch ein bisschen nach oben ziehen. Aha, genau. Das geht schon in die ganz richtige Richtung. Jetzt haben wir die 8 ganz oben und die 5 und 6 haben wir vertauscht und jetzt haben wir nur noch eine Kreuzung zwischen den beiden Ebenen hier. So, und so geht das weiter zur nächsten Ebene. Ich halte diese fest und dann kommt die nächste und ich vertausche das. Ich halte die fest und die nächste und vertausche das. So, und das kann man ein paar Mal machen, von links nach rechts und umgekehrt und ein paar Mal hin und her. Und man sieht also, das Ganze ist sehr heuristisch. Das ist eigentlich nicht so das ganz klassische Handwerk so der Algorithmiker. Und deswegen bezeichnet man das auch als Algorithm Engineering, weil das eigentlich so eine Mischung ist zwischen einerseits so der Theorie und auf der anderen Seite, dass man guckt, was funktioniert jetzt gut in der Praxis. So, naja, und weiterhin, jetzt wird es noch mehr, sage ich mal, ja, so spontan. Man könnte auch sagen ad hoc, aber das ist tatsächlich das, was wir hier brauchen. Die Qualität des Resultats hängt sehr stark davon ab, mit welcher Belegung ich jetzt hier anfange. Und deswegen sagt man, naja, wenn ich gar nicht weiß, was ich tun soll, dann überlasse ich das Ganze dem Zufall. Ja, und da mache ich verschiedene Iterationen und gucke mir dann von diesen verschiedenen, Gesundheit, zufällig erzeugten Iterationen dann die an, die am besten funktioniert. Jetzt habe ich hier mal ein Beispiel. Nach einer Iteration, die ich nach 3 Millisekunden erzeugt habe, habe ich 208 Kreuzungen. Da habe ich jetzt also nur eine Chance, eine Iteration. Die kann ich mit nichts anderem vergleichen. Jetzt mache ich mal 4 Iterationen, nehme davon das beste Resultat. Da habe ich nur noch 155 Kreuzungen. 12 Millisekunden muss ich dafür investieren. Naja, und dann 16 Iterationen, da habe ich dann noch so gut die Hälfte von dem ursprünglichen und 64 Iterationen, 211 Millisekunden, das ist etwas, was man schon so langsam merkt als Nutzer, da habe ich dann eben doch schon deutlich weniger Kreuzungen als am Anfang.
So, das ist also ein weiteres Hilfsmittel, welches man hier verwendet. Naja, und dann schließlich Knotenplatzierung, dann habe ich so rechteckiges, orthogonales Layout. Und jetzt kommen wir zu dem Punkt, wo wir die ursprüngliche Kante wieder zurückdrehen und die Dummy-Knoten haben wir zwischendurch auch noch weggetan. So, und dann sind wir damit durch mit unserem Algorithmus. Es gibt noch eine ganze Reihe von Erweiterungen. Zum Beispiel wird das für uns interessant mit sogenannten Ports, so wie hier, wo ich dann nicht unbedingt zwei Eingänge beliebig vertauschen darf. Da kommen noch sogenannte Port-Constraints. Da gibt es noch weitere Algorithmen dazu, aber die überspringe ich jetzt mal und komme stattdessen zur Zusammenfassung. Eine Frage, die sich am Ende stellt, ist, was kommt dabei hinten raus? Was nützt das automatische Layout tatsächlich in Bezug auf die Zeit, die ich investieren muss? Das war ja so die Ausgangsproblemstellung, die Produktivität möchte ich erhöhen. Und die Aufgabe war jetzt hier, ein Diagramm von einer textuellen Beschreibung von Hand zu erstellen. Und wir haben jetzt hier drei verschiedene Fälle miteinander verglichen. Und zwar zum einen, wie viel Zeit kostet es in Minuten? Meine Frage war auch schon, ob in Stunden? Nein, in Minuten. Ganz so lang wollten wir das Experiment nicht machen. Wie viele Minuten dauert es, um ein bestimmtes Diagramm textuell zu erstellen? Das ist jetzt hier die erste Kategorie. Dann schließlich, wie lange dauert es mithilfe von automatischem Layout? Und da sehen wir jetzt, dass es so doch, naja, so um ein Drittel etwa schneller geworden ist. Das ist also der Fall, wo wir jetzt mit der Palette arbeiten, aber zwischendurch so auf einen automatischen Layout-Knopf drücken können, damit das Ganze eben nachher schön aussieht und ich Platz habe, um neue Elemente einzuführen und so weiter. Und dann die dritte Kategorie, das sogenannte strukturbasierte Layout, das ist das, wo ich wirklich mit einer textuellen Geschichte anfangen kann, mich nur auf die Struktur konzentrieren kann und keine Palette mehr habe und da ist es dann nochmal ein bisschen schneller. Das ist jetzt hier für drei verschiedene Vergleichsgruppen, aber die haben sich untereinander nicht ganz so signifikant unterschieden. Gut, also, wenn ich zusammenfasse, das Problem, viel Produktivität wird mit visueller Programmierung tatsächlich verschwendet. Und für mich so ein Tool-Smell ist eben diese Palette. Unser Ansatz und einer, der auch von anderen Stellen hier und da, so sieht man Ansätze, die in die Richtung gehen, also der Ansatz, der hier verfolgt wird, ist das pragmatikbewusste Modellieren. Dass also der Designer sich wirklich so auf das Modell, auf das visuelle Programm konzentrieren kann, dass wir automatisch jetzt Sichten daraus synthetisieren. Und ein wesentlicher Punkt hierbei ist, dass wir unsere Sichten abstrahieren, dass wir also ein solches Filtering drauf anwenden, dass also nicht alle Details unbedingt in der visuellen Sicht schon vorhanden sein müssen. Und eine ganz wichtige Komponente ist eben das, was eben halt die Graph Drawing Community uns hier bietet. Und ich denke, tatsächlich ist eben ein wesentliches Problem, weswegen wir noch nicht weiter sind in der visuellen Programmierung und Modellierung, als wir es bisher sind, ist einfach, dass das doch zwei recht verschiedene Communities sind, dass es sehr wenige gibt, die wirklich in beiden Communities so ein bisschen zu Hause sind. Und deswegen dauert es einfach sehr lange, jetzt dann von der einen in die anderen Community und dann noch bis zu den Werkzeugherstellern tatsächlich diese Technologien hinzubringen. Aber ich denke, wir sind da auf einem guten Weg und inzwischen gibt es eben auch so zumindest einen Hersteller, mit dem wir auch zusammenarbeiten, der das dann tatsächlich auch in seinem Werkzeug so drin hat, die das auch für sehr große Motorsteuerungen verwenden, wo also die Modelle dann in textueller Form, so typischerweise in PDFs, sind das dann so durchaus mal 20.000 Seiten PDF und davon sind dann auch 6.000 Seiten alleine der Index in dieses PDF, dass man sich so zurechtfindet, die also solche Modelle dann mithilfe solcher automatischen Layout-Technologien dann tatsächlich dann für den Nutzer dann zur Verfügung stellen. Gut, ja, und es gibt noch eine ganze Menge an Sachen, die man noch weiter tun könnte, aber ich möchte jetzt damit schließen, dass ich jetzt hier noch einmal einen Blick auf die schöne Kieler Förde werfe, welche jetzt dann auch Teil unseres Kieler Logos hier ist. Damit bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit. Ja, vielen Dank auch für den visuell anregenden Vortrag. Ja, und wir haben natürlich auch Zeit zu fragen. Gibt es Fragen? Wenn der Bildschirm zu voll wird, warum arbeitet man denn nicht mit mehreren Bildschirmen? Okay, sehr schön. Wir haben in einem unserer
letzten Paper haben wir mal ausgerechnet, wie viele Bildschirme das brauchen würde jetzt für ein Modell, ein aktuelles Modell, mit dem wir da arbeiten im Automobilbereich. Und ich glaube, wir sind auf etwa 3000 Bildschirme gekommen. Und das ist dann schon, also was ich hier gezeigt habe, sind wie gesagt Spielbeispiele. Tatsächlich sind eben die Modelle, ich habe gesagt, 20.000 Seiten PDF. Und also da braucht man einfach Abstraktion, damit das Ganze handhabbar wird. Also was ich vielleicht noch kurz anfügen darf, ein Anwendungsfall ist tatsächlich, was da im Automotive-Bereich so als Modelltapete bezeichnet wird. Da ist es dann wirklich so, dass man so eine Fläche nimmt, so etwa so groß wie das hier, und einen Ausdruck des Modells drauf tut. Wobei klassischerweise das so gemacht wird, dass man wirklich sich so die ganzen einzelnen Komponenten, die ich gezeigt habe, wo die also nach und nach so in Fenstern gezeigt werden, dass man die ausdruckt, so an die Wand bappt und dann wirklich mit dem Bleistift dann Verbindungen dazwischen zieht und sich natürlich vorher überlegt, so wie, wo klebe ich jetzt welchen Zettel hin. Dass also Modellierer dann zum Teil wirklich da einen halben Tag da sitzen und dann versuchen, einmal so einen Überblick in das Ganze zu kriegen. Und deswegen ist auch so ein Hauptanwendungsfall von dem, was wir jetzt machen, da mit diesem einen Modellions, mit einem Toolhersteller, ist weniger dieses interaktive Browsen, was ich gezeigt habe, das auch, aber noch interessanter ist für die das automatische Erstellen von solchen Modelltapeten, die halt nicht mehr am Bildschirm vernünftig dargestellt werden, aber die dann in Form eines DIN A4, also aus lauter DIN A4 Ausdrücken oder DIN A3 Ausdrucken zusammengesetzten Bild aus einer solchen Tapete dann besteht. Ich denke mal, dass die meisten Menschen eher ein bisschen visueller gestrickt sind und daher wahrscheinlich in keinster Weise so ein Papier in vielleicht doch Übergröße vermeidbar ist. Also das ist jetzt so mein Gedanke da bei der ganzen Sache. Ja, also ich stimme Ihnen zu, dass man eben dieses Grafische eben halt weiterhin verwenden können möchte. Und deswegen interessiert uns das ja auch. Und deswegen interessiert uns eben auch gerade eben die Frage, wie man so etwas möglichst automatisch gut machen kann. Dass eben halt der Genau, das vorab, um sich überhaupt erstmal Gedanken über etwas zu machen, das macht man ja eigentlich grundsätzlich auf dem Papier. Ja. Also das machen die wenigsten Leute ja am Computer. Ja. Und viele denken sich ja noch ihre Gedanken in Schnellschrift, mit Bleistift irgendwo drauf, vielleicht aber auf dem Schmierzettel. Ja. Und dann entsteht ja etwas, das man dann am Computer grafisch darstellt. Ja. Genau, ja, das ist ein sehr guter Punkt und da stimme ich vollkommen zu. Ich denke, das Whiteboard, das ganz klassische analoge Whiteboard, das hat nicht ausgedient und damit werden wir weiterhin arbeiten. Aber es ist so, dass früher oder später man das Ganze doch in ein Werkzeug reinbringen muss. Ja, das ist klar, weil wenn man jetzt auch, wie Sie das gerade sagten, mit 1, 2, 3 oder mehreren Leuten zusammensetzt, dann muss man ja schon ein Whiteboard benutzen, weil ein kleiner Zettel, den habe ich nur vor meiner Nase und den haben die anderen nicht. Die müssen dann alle mitschreiben und das eben halt visuell vorstellen. Von daher ist ein Whiteboard, es ist ja irgendwo so dieses Übergabemedium zwischen unserem Computer und unserem Papier eigentlich. Ja, also wie gesagt, ich denke, das Whiteboard, das wird man weiterhin verwenden. Also es ist übrigens tatsächlich ein interessanter Anwendungsfall, wo wir auch so schon etwas gearbeitet haben, wenn ich jetzt verteilte Entwickler habe. Einer sitzt hier, einer sitzt in Stuttgart und ein anderer in den USA und die wollen gemeinsam jetzt ein visuelles Modell betrachten. Dass man dann also gemeinsam so übers Web dann eben gemeinsam ein Modell betrachten kann. Da gibt es verschiedene Paradigmen, die man verwenden kann. Eins ist zum Beispiel so in Google, wenn ich eine Routenbeschreibung habe, dann kann ich exakt diese Routenbeschreibung mit einer URL verschicken jemandem. Und genauso kann ich das mit einem Modell auch machen, dass ich jetzt genau diese bestimmte Sicht auf ein Modell mit einer solchen URL darstelle, dass ich eben nicht jetzt anfange, Bitmaps, also Bilder hin und her zu schicken, sondern dass ich so eine solche URL verschicke. Oder dass ich eben online so eine Art Screensharing mache, dass jetzt über das Web dann tatsächlich verschiedene Parteien dann wirklich genau die gleiche Sicht, gefilterte Sicht auf ein Modell dann haben. Ja. Genau.
Also es gibt übrigens auch interessante Ansätze so zu elektronischen Whiteboards. Da gibt es auch zum Beispiel eine sehr schöne App, so kann man auch auf dem iPod oder was auch immer dann verwenden, wo man etwas zeichnet von Hand mit einem Stift und dann zunächst mal eine Mustererkennung sich anguckt, okay, ist das jetzt ein Quadrat oder ein Kreis oder ein Oval oder was? Und wenn ich dann dazwischen Kanten ziehe, dass es dann auch erkennt, was ist die Topologie meines Modells und welches dann eben mit Hilfe von, in dem Fall meistens diesem Dot-Layout-Algorithmus, dann aus dem, was ich jetzt mal so hingekritzelt habe, dann tatsächlich so ein schönes, automatisch erzeugtes Layout macht. Also da gibt es sehr interessante Technologien, die man da einsetzen kann. Gibt es Aussagen darüber, wie gut das Ergebnis so eines approximativen Algorithmus sein kann im Vergleich zum Bestmöglichen? Ja. Ich denke an das, was Klaus Janssen zum Beispiel macht. Ja, das ist eine sehr spannende Frage. Also vielleicht mögen meine Kollegen aus Dortmund da auch noch ergänzen wollen. Also im Allgemeinen ist es so, dass man jetzt nicht von vornherein weiß, was die beste Lösung ist, beziehungsweise dass es eben ein NP-hartes Problem ist. Man kann das berechnen. Ich glaube, normalerweise kann man jetzt nicht von vornherein angeben, wie nahe man dran ist an der optimalen Lösung. Aber so Petra, Carsten, mögt ihr das vielleicht noch ergänzen? Was ist optimal? Also was schauen, welche Kriterien? Nur zum Beispiel minimale Anzahl von Kreuzungen. Okay. Dann weiß man, ist es irgendwie schwer, das zu machen. Deswegen die Frage, kann man sagen, wenn ich jetzt mal einen Bilder-Algorithmus anwerfe, der hat höchstens doppelt so viel wie bei Kreuzungen. Oder höchstens immer so viel. Wenn Sie nur zwei Ebenen haben, dann ist es tatsächlich so, dass es ein Gleam-Verfahren gibt. Aber Median ist ganz einfach und simpel und der garantiert den Faktor 3. Okay. Aber wenn Sie jetzt mehr als zwei Ebenen haben, dann kann das natürlich. Wie kann man das machen? Genau, also wenn Sie mehr als zwei Ebenen haben, wird das nichts mehr. Aber ich meine, es gibt heute exakte Ansätze. Also erstens mal mit ganzzahliger linearer Programmierung, die funktionieren für die praktischen Fälle eigentlich auch schon relativ gut, sind ja sehr kompliziert, sehr aufwendig, aber die berechnen tatsächlich da das Optimum. Es gibt auch FPT-Fix-Parameter-Algorithmen, die auch gar nicht so schlecht sind. Also wenn ich wenige Kreuzungen habe, also wenn mein Parameter die Anzahl der Kreuzungen ist, dann funktioniert das oft auch ganz gut. Also es gibt, da hat sich viel getan. Aber die Praktika, weil es eben so kompliziert ist und in der Praxis hat man noch 1000 Constraints und Nebenbedingungen und sobald ich das habe, kann ich das alles verbessern. Also das, was die Praxis macht. Genau, also das vielleicht darf ich das noch kurz ergänzen aus meiner Sicht. Ich denke, das macht es eben auch so spannend, diese Zusammenarbeit, weil wir halt noch so einen ganz anderen Blick darauf haben und so von der, sag ich mal, Theorie her, da ist es dann sehr schön, wenn man sich so auf ein einzelnes Kriterium konzentrieren kann, wie zum Beispiel Kantenüberkreuzung und da kann man sehr viel Energie reinstecken, aber meistens, also sehr häufig ist es dann so, dass das wirklich nur ein Kriterium von vielen ist und tatsächlich sind es dann andere Sachen, wie zum Beispiel, ich möchte das Ganze einfach möglichst kompakt haben. Ich möchte, dass möglichst viel Information auf ein Blatt Papier passt und das Ganze mit möglichst hoher Skalierung. Und das ist etwas, was dann einfach wesentlich schwieriger zu packen ist. Aber was dann eben halt tatsächlich das ist, was dann unterscheidet so zwischen etwas, was so im Prinzip interessant ist und etwas, was eben tatsächlich nutzbar ist. Und deswegen, also denke ich, ist das schon etwas, was wo eben halt noch viel zu tun ist, um gerade zu gucken, naja, wie kann man eben diese beiden Sachen zusammenbringen, also Praxis und das, was man eben schon alles weiß über dieses Problem. Sie sagten, Sie waren im Automobilbereich tätig, nicht? Wenn man nun aus einem Automodell das Folgemodell entwickeln will, Sie haben erklärt, wie kompliziert das ist, wie viele Jahre dauert das? Ja. Gut, naja, letzten Endes, also kann ich da auch nur die Alltagserfahrung sagen, wobei das eben schon sehr reduziert worden ist. Also ich war bei Daimler und da hatte man früher gesagt, naja, so 5 Jahre und das ist deutlich reduziert worden. Jetzt ist man typischerweise so bei 18 Monaten dann so als so ein Zyklus. Und zum Teil
sagen Kritiker auch, naja, das merkt man auch. Da muss man natürlich versuchen, so ein Optimum zu finden zwischen einerseits Entwicklungsaufwand und andererseits dem, was dann tatsächlich verfügbar ist. Dieses Gleitprogramm, das Sie am Anfang gezeigt haben, funktioniert das auch rückwärts? Das heißt, wenn man etwas in der Grafik verändert, dass das automatisch in Text umgesetzt wird? Ja, das ist eine schöne Frage. Also was man im Prinzip ist beides interessant, dass ich sowohl vom Text zur Grafik hinkomme, das, was ich gezeigt habe, als auch umgekehrt, dass ich von der Grafik zum Text hinkomme, was der klassische Weg ist. Und wir haben tatsächlich etwas, das ist eben gerade dieses strukturbasierte Editieren. Also ich habe es jetzt so erklärt, dass man vom Text kommt und dann das Grafische herkommt. Aber ursprünglich der erste Ansatz zum strukturbasierten Editieren war wirklich eine rein grafische Sicht. So what you see is what you get. Den Text habe ich gar nicht gesehen, ich habe nur das Grafische gesehen. Und dass ich dann zum Beispiel durch einen Rechtsklick auf einen Zustand konnte ich dann eine Reihe von Aktionen auswählen, wie zum Beispiel das Hinzufügen eines Folgezustands. Und dann hat er das automatisch gemacht. Und das Ganze kann ich auch mit Keyboard-Abkürzungen machen, sodass ich also sehr schnell ein Modell erzeugen kann. Und da stellt sich die Frage, naja, wie viele von diesen Operationen brauche ich denn, um ohne eine Palette zu verwenden, jetzt tatsächlich ein beliebiges Modell erzeugen zu können? Und die Antwort ist, dass tatsächlich erstaunlich wenige Operationen ausreichen. Das waren, glaube ich, 5 oder 6 Operationen, die wir identifiziert haben, die also sehr einfach sind, sehr primitiv sind. Und mit denen kann ich jetzt Modelle beliebig erzeugen und auch verändern. Also schon das Löschen von Komponenten ist da auch mit dabei gewesen. Ja. Ja, ich sehe keine weiteren Fragen. Dann danke ich dir nochmal für den Vortrag und die Diskussion. Vielen Dank. Ich danke auch.